Die Tratschweiber in Osterode, dem Tor zum Harz, sind eine Skulptur, welche 1979 von der Tyga Köln-München gestiftet worden ist. Tyga leitet sich von Thüringer Gas AG ab. Die Tyga ist heute Kern des deutschlandweit größten Netzwerks kommunaler Energie- und Wasserdienstleister. Wie es zu dieser Donation gekommen ist, ist der Website der Stadt Osterode, einen Link finden Sie in der Beschreibung dieses Videos, leider nicht zu entnehmen. Da ich diesen Film etwas hoppla produziere, kann ich leider keine tiefere Recherche anbieten. Sollten Sie hier einen Tipp haben, so freue ich mich immer über einen Hinweis in den Kommentaren. Eine Stadtführung durch die schöne Fachwerkstatt am Fuße des Harzes könnte hier vielleicht Aufklärung bringen. Die Skulptur steht auf dem Kornmarkt, direkt neben den Sitzgelegenheiten einer sehr, sehr leckeren Eisdiele und bringt den Charakter des Platzes perfekt zum Ausdruck. Jeden Dienstag und Samstag findet auf dem Kornmarkt in Osterode ein bunter Wochenmarkt statt. Aber nicht nur zu diesen Tagen dient der Platz einem regen Informationsaustausch, welchen man durch dieses Kunstwerk nicht hätte besser in Szene setzen können.